Weiter geht es mit einer neuen, wunderschönen Folge Watch Dogs Bloodline. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Schauen wir mal, ob die Hauptstory endlich weitergeht oder ob wir noch super viele Nebenmissionen machen müssen. Man weiß es nicht. Aber wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt, geht ganz easy, klitzekleine Bewertung reinzwitschern. Conny hat gesagt, dass du vielleicht kommst. Würdest du dir gerne etwas Krypto verdienen? Lass mich raten. Wieder Waffenschieberei? Ich handle nicht nur mit Waffen, Pierce. Ich bin vielseitig. Meine Kunden wollen exquisiten Käse, guten Wein und vor allem wollen sie ein großes Feuerwerk. Haben wir denn schon Silvester oder was? Viel besser. Das Drachenboot-Festival. Und wie könnte man ein Festival besser beenden, als eine Menge Zeug hochzujagen? Klingt, als kennst du den Markt. Das Problem ist, dass Clan Kelly auch mitmischen will. Sie haben Chinatown übernommen, meine Lieferungen gestohlen und vor allem meine Kunden ausgeraubt, bevor die mich bezahlen konnten. Also soll ich die Sachen für dich zurückklauen? Nein, du sollst meine Konkurrenz ausschalten. Geh zu ihrem Versteck, zünde das Feuerwerk, um sie rauszujagen und bam! Bam ist, wenn du ihnen den Schädel einschlägst. Verstanden. Okay, töten, morden, vernichten, explodieren. Also genau mein Ding. Auf nach Chinatown. Chinatown ist hier drüben. Dass die Dinger nicht automatisch markiert werden. Ich meine, wenn ich doch schon mit jemandem rede und eine Mission annehme und in einer Mission drin bin, wieso dann nicht automatisch eine Markierung? Was verkaufst du noch so außer Waffen und Feuerwerk? Mann, ich kann dir alles besorgen. Sogar total abgedrehtes Zeug, falls du auf sowas stehst, Pierce. Vergiss, dass ich gefragt habe. Okay, jetzt bin ich hier und da drüben ist irgendein Hub. Ich glaube, ich bin in Chinatown. Du glaubst? Keine Ahnung, ich bin neu hier. Schwebt über deinem Kopf ein riesiger holographischer Drache? Ja. Dann bist du in Chinatown. Schleich dich in die Kelly-Basis und zünde das Feuerwerk. Chinatown. Okay, wo genau, wie genau, was genau? Aha. Ja. Alles klar, dafür brauche ich meinen kleinen Freund. Oder wir gehen hier rein. Moin. Ich mag keine Spinnen, nee. Obwohl, ich finde Spinnen eigentlich ganz süß. Boah, da haut der aber eine Granate auf mich. Ey, die heute, ne? Die Dudes mit ihren Sprengkörpern, Granaten und anderem Dreck. So, Schnauze, Kollege. Was ist das hier für einer? Den hier noch wegholen. Jetzt steck ich in der Scheiße. Komm jetzt die Bullen. Hat jemand irgendwo hier einen Schlüssel? Ah, ich muss eh hier nach oben. Warte. Erst müssen wir irgendwie hier hoch. Einfach jeden töten. Geht am schnellsten, ist einfach, macht Spaß. Spider-Bot gibt's hier drüben. Okay, nochmal hier hin. Und schau mal hier, zack, easy. Kann er hier rüberspringen? Alright. Aiden. Das sollte das Steuerungsterminal sein. Ist das wirklich der beste Weg, um die Kellys rauszulocken? Was? Möchtest du etwas schicke Einladungen verschicken? Denk nicht zu viel drüber nach, Pierce. Wir jagen ihre Waren hoch. Sie kommen angerannt. Eine halbe Assassine. Ein wunderbarer Anblick. Fast wie am 4. Juli, oder nicht? Es funktioniert. Kelly ist im Anmarsch. Super. Weidmanns Heil, Jägersmann. Jägersmann? Verdammt, der Boss schluckt den Köder nicht. Neuer Plan. Du musst was hacken. Was hacken? Keine Ahnung. Du bist doch der Hackerman. Finde einen anderen Hub. Fang an, ihre Dateien zu löschen. Sowas halt. Lenk ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ich verliere langsam den Überblick bei all den Kosenamen.
Ich bin der Hackerman. Was soll ich jetzt hacken? Oh, wahrscheinlich eh wieder das Letzte, ne? Wie immer eben. Es ist immer das Letzte. Drei Sachen. Das Letzte funktioniert. Dann hacken wir mal. Nicht meine Sache. Okay, dann löschen wir doch mal das System. Okay, wir bekommen Besuch, aber immer noch von Billigzeug. Verdammte Scheiße! Alles klar, wir bekommen mehr Besuch anscheinend. Du machst es nur noch schlimmer. Ich stehe unter Beschuss. Oh. Ey, man weiß nie, was ist eine Zivilistin, was ist ein Gangster, ne? Die eine Tussi da eben gerade einfach nur so einen Hosenanzug. Such noch so ein Ding zum Hacken. Kann doch keiner unterscheiden, was was ist. Ihr wart Gangster, glaube ich zumindest. Ich hab euch einfach mal erschossen. Ich hab keine Ahnung, was ihr seid. Jetzt seid ihr tot. So, Munition ist schon mal sehr gut. Ob wir Ranch jemals sehen werden, ich weiß es nicht. Die hier, die sah aus wie eine Zivilistin. Wie duellieren die sich hier? Crank. Absolut crank. Egal, ich will nur meine Daten. Ey, die hat gewonnen. Gegen so eine Special Unit. Weiter so, Cowboy. Jetzt kommen die dicken Fische aus ihrem Loch. Schön. Aber ich bekomme auch dick auf die Fresse, yo. Okay, wo ist das andere? Was ist das hier? Modemagazin. Keine Ahnung. Einfach mal mitnehmen. Es gibt hier so viele Sachen zum Lesen. Also wer das alles liest. Aber es gibt bestimmt jemand, der hat sich jede Textdatei in diesem Spiel durchgelesen. Irgend so ein armer Irrer hat das bestimmt getan. Und ich könnte mir vorstellen, es gab so einen armer Irrer, der hat das in einem Let's Play gemacht. Der hat irgendeinen Text gefunden, hat jeden Text vorgelesen. Willkommen zurück zu Watch Dogs Legion, Folge 493. Heute lesen wir ein Modemagazin, das ich in Chinatown auf dem Boden gefunden habe. Zieh dich! Ich bin ein Spion. Da haben wir ein Schwergewicht. Das ist der Boss! Ausschalten! Dann ist die Chinatown-Nummer gelaufen. Ah, euer Boss ist tot. Jetzt. Ziel ist ausgeschaltet. Sehr cool. Jetzt oh mein Gott. Ich versuch's. Eine Waffe. Vorsicht. Eine Waffe. Vorsicht. Eine Waffe. Eine Waffe. Vorsicht. Oh, Obacht. Gib mir. Wie viel Feuerwerkszeug hattest du denn da drin? Was soll ich sagen? Ich bin eine Großhändlerin. Hast mir echt geholfen, Pierce. Du kriegst deine Belohnung und ich sorge dafür, dass Conny bei ihrer nächsten Bestellung einen schönen Rabatt kriegt. Alles klar. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns auf dem Track, Cowboy. Hallo, alles in Ordnung? Dann haben wir noch eine Mission hier oben. Die hier. Und dann noch mehr? Oh Gott. DLC. Das ist ja wie bei, hier, Assassin's Creed. Mit dem DLC. Es waren auch nur Nebenmissionen, Nebenmissionen. Ja, du willst wissen, wie die Story weitergeht? Na, da gibt's aber drei Könige. Hey, Aiden, die haben Aufgaben für dich. Ich habe eine Frage. Schieß los. Das Wochenende, als du mit uns aufs Land gefahren bist, als ich ein Kind war. Unterwegs sind wir von der Straße abgekommen. Ich will nicht darüber reden. Worüber? Über den Unfall oder über meine Schwester? Hey, wusstest du, dass diese Typen hinter dir her sind? Hast du uns deswegen mitgenommen? Ich bin nicht wütend. Ich will es nur wissen. Du hast es nie erzählt. Ja. Das war ein Fehler. Ich bin weggelaufen, als ich hätte kämpfen sollen. Ich habe nicht getan, was ich hätte tun sollen. Diesen Fehler habe ich nie wieder gemacht. Aber was ist mit dem Fehler, der uns überhaupt dahin gebracht hat? Auszurauben, wen auch immer du ausgeraubt hast.
Ich weiß es nicht, Jackson. Gleiche Antwort. Wünschst du dir jemals, du hättest das Richtige getan? Die ganze Zeit. Tja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Man kann sie nicht verändern und... Willkommen zurück. Man muss nach vorne gucken. Hey, Connie. Hast du was für mich? Ja, ich hab was. Meine Freunde und ich, wir starten einen koordinierten Angriff auf Albion. Wir haben 7 Teams, die ihre Lager in ganz London plündern werden. So schwächen wir sie und zerstören ihre Waffenvorräte. Und ich? Schieße mich einem Team an und ballere ein Albion-Lager kaputt? Ein Team? Nein. Du bist Aiden Pierce. Ich möchte, dass du Lager Nummer 8 übernimmst. Allein. Natürlich. Und wie viel zahlt ihr für eine Solo-Mission? Ich habe ein bisschen ETO für dich, aber gerade sind wir nicht so flüssig. Okay. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Natürlich alleine, oder? Und natürlich mal wieder so ein Lager. Da ist es. London besteht auch nur aus illegalen Lagern. Ja, aber genau das meine ich. Das erinnert mich halt Ich habe eine Spur. Echt? Wie? Ich dachte, Wrench wäre nicht der Typ, der sich den Behörden lang vom Leib hält. Also habe ich in Albions Bodycam-Archiven rumgeschnüffelt. Und schau, was ich gefunden habe. Ach du Scheiße, ich folge dir in allen sozialen Medien. Schau hinter ihn. Das ist Braxton. Und ich sehe die Drohne nicht, mit der er sonst unterwegs ist. Also ist er wahrscheinlich nicht weit von zu Hause. Gut beobachtet. Aber das reicht noch nicht. Selbst wenn du recht hast, ist er zu vorsichtig. Wenn wir uns zu lang umsehen, merkt er was und haut ab. Wir müssen das eingrenzen. Moment. Ja, da fällt mir was ein. Ich markiere dir was. Beweg dich. Wo gehe ich hin? Hier. Schau mal. Berichten zufolge hat ein maskierter Terrorist eine Explosion in einer Anlage von Rampart Automated Defense Systems ausgelöst, hier in der Hauptstadt. Terrorismus-Experten haben den Mann, den Sie hier sehen, als amerikanischen DedSec-Agenten identifiziert namens Wrench. Londons eigene DedSec-Zelle wurde nach dem feigen Angriff auf die Stadt aufgelöst, vor weniger als einem Monat. Jetzt müssen wir uns fragen, ist Wrench nach London gekommen, um zu beenden, was Sie angefangen haben? Er könnte was in der Rampart-Anlage zurückgelassen haben. Ganz genau. Schau mal, was du findest. Hey, Jackson. Falls du irgendwelche Fragen bezüglich dem, was damals geschehen ist, haben solltest, frag ruhig, wenn es dir hilft. Ja, die habe ich. Nur zu viele für jetzt gerade. Aber würde dir das auch helfen? Ich glaube, es würde uns beiden helfen. Okay. Probieren wir es. Oh Gott. Ich kann mich nur schlecht an das erinnern, was vorher war. Ich weiß nicht mal, wie ich war. Ich war sehr jung, aber Mom hat mich immer aus Versehen Aiden genannt. Ich glaube, wir waren uns als Kinder sehr ähnlich. Also warst du in meinem Alter vielleicht auch ein bisschen wie ich. Dann war ich da wohl nicht so übel. Schmeichel dir nicht so sehr. Ich sehe immer noch besser aus. Okay, Team Nummer 8. Ich schicke dir die Koordinaten des Lagers. Mein Team ist unterwegs. Ich bin da. Sind die anderen Teams bereit? Gleich. Okay, starten wir die Überfälle. Okay, jetzt bin ich total verwirrt, weil irgendwie alle Missionen übereinander lappen. Das hier machen wir gerade, ne? Zerstöre Vorräte, also zerstören. Zerstören kann ich gut. In Deckung! Wenn ich das Ding hier abfeuere, wirst du es spüren. Alarm, ich wiederhole. Ich Alarm, Standort gesendet. Bin unter Beschuss. Einfach zerstören. Oh mein Gott, das hält ja aus. Da ist irgend so ein Undercover-Dude. Alter, der war getarnt. Nicht schlecht. Wir müssen irgendwelche Dinger zerstören. Ich schieße mich da trotzdem durch. Ich bin da. Sind die anderen Teams bereit? Gleich. Okay, starten wir die Überfälle. Okay, gehen wir rein. Es werde Nacht. So, warte. Alter, die machen so einen Wahnsinnsschaden.
Okay, jetzt hier den Shadow Man. Brauche Verstärkung. Der auch unendlich viel aushält. Ey, du. Ist da erledigt? Alright. Greife feindliches Ziel an. Ich check das letzte Mal. Die Sachen sind oben. Trotzdem werde ich hier unten erstmal es töten. Damit ich hier meine Ruhe habe. Gut, die Sachen sind also irgendwo oben und hier ist irgendwas von Albion noch. Komm schon, gib mir. Gib mir. Schneller. Kann ich jetzt die Geschichte zu Assassin's Creed Valhalla erzählen? Ich weiß es nicht. Also, in Assassin's Creed Valhalla DLC ist ja auch so, dass du denkst, oh, die Story ist ganz nett. Und dann sagst irgendein Dude halt wieder zu dir so, du willst wissen, wie es weitergeht? Nun, es gibt drei Könige. Nummer total verteilt. Nummer zwei erledigt. Du musst sehr viel hin und her reisen und sinnlose Aufgaben für uns erledigen. Wie zum Beispiel ein uraltes Erbstück klauen. Aber darfst dabei niemanden töten. Obwohl du eine Assassine bist. Yada yada. Na, wärst du darauf jemals gekommen? Nein. Na gut, dann mach mal. Und das nervt halt. Das nervt so sehr. Ich meine, die Missionen gehen alle irgendwie 3 Minuten, aber der Weg dorthin sind 20 gefühlt. Okay, das Ding hier muss auch noch zerstört werden. Habe ich irgendwas zum Sprengen? Boah, besitze ich Granaten? Warte, das Ding. Das schießt auf mich. Der Lümmel schießt auf mich. Wer ist das? Böser Bube? Ah, ich hau dich mal weg. Drehen wir den Saft ab. Nein, das ist Saft abdrehen. Jemand scheint echt keine Granaten. Vorräte vernichtet. Oh. Wieso glaubt ihr, dass das irgendwas etwas ausmacht? Es wird sie ein paar Tage ausbremsen. Aber vor allem mussten wir ihnen zeigen, dass London sich nicht einfach kampflos ergibt. Aiden, Team 5 braucht Hilfe. Sie haben ihren Überfall bei der Camden High Street beendet, aber ich habe sie verloren. Könntest du nachsehen? Du bist der Einzige, der rechtzeitig dort sein kann. Der Deal war, die Albion-Vorräte zu sabotieren, nicht ein Team zu retten, das allein nicht zurechtkommt. Dreifache Bezahlung, dann reden wir weiter. Dir geht's ums Geld? Wie gesagt, wir haben nicht viel ETO. Meine Freunde sind... Albion könnte sie töten. Viele Londoner brauchen Hilfe, aber ich brauche meine Bezahlung. Schon gut, okay. Dreifaches ETO. Hilf ihnen bitte einfach. Tja, so macht man Geschäfte. In dem Punkt ist er wenigstens intelligenter als Ava. Der macht ja alles umsonst. Ah, hallo, ich hab gehört, ihr habt Schwierigkeiten da oben mit irgendeinem Knilch. Ich bin Ava, ich mach alles. Einfach nur sagen. Was willst du denn dafür haben? Ach, nichts. Eine geile Waffe? Nö, nö. Geile Rüstung vielleicht? Nö, nö. Aber wir haben sowas hier rumliegen. Du kannst dieses fette Schwert haben. Nee, lass mal. Mach das alles gratis. Ich mache hier nämlich so eine Wikinger-Tour. Ich muss unbedingt meinen Bruder retten. Dem geht's nämlich voll schlecht. Fulke hat ihn. Ja, dann solltest du dich wahrscheinlich beeilen. Wir können auch jemand anderes schicken. Nee, ich mach das schon. Okay, wenn du unbedingt willst, wenn du uns regelrecht zwingst, dann mach halt. Okay, Ava. So ungefähr funktioniert. Das kannst du mir nicht antun. Assassin's Creed Valhalla. Conny, ich habe Team 5 gefunden. Sie sind nicht tot. Noch nicht. Nur festgenommen. Na, dann hol sie da raus. Ja, alles easy. Guck mal hier, zack. Deine Freunde sind in Sicherheit. Moment. Ist hier in der Nähe nicht ein Albion-Kontrollpunkt? Oh Gott, du hast recht. Wenn sie gescannt werden, werden sie wieder verhaftet und du hättest sie umsonst gerettet. Und mehr kann ich dir nicht zahlen. Dann hoffen wir mal, dass sie nicht gescannt werden. Aiden, bitte. Ich denk drüber nach. Ende. Okay, wo ist dieser Kontrollpunkt? Da drüben. Wie fährt?
Negativ. Keine Spur von der Zielperson. Ende. Was, da muss man noch in der Nähe bleiben? Boah, Alter, hey, die sind so strong geworden. Da muss man auch noch rumstehen. Alles klar, ich kümmere mich drum. Dreifache Bezahlung. Die Fälschung von Ausweisen und anderen offiziellen Befolgen Sie unsere Befehle. Oh nein! Legen Sie die Waffe auf Halt an Ihrer Position. Legen Sie die Hände an. Verstanden. Halten nach der Zielperson. Machen wir es interessanter. Zielperson hat einen. Oh Gott, kommen da viele. Oh Gott, kommt da viele. War's das? Renn! Alle Einheiten, bringt die Zielperson zum Stehen. Oh nein, das ist keine Straße. Das ist keine Straße. Zentrale, bin bereit, das Ziel zu stoppen. Was zur Hölle? Ist er gerade aus dem Auto gesprungen und hat sich selbst das Genick gebrochen? Ja. Verfolgung aufgenommen. Ich wiederhole, Verfolgung aufgenommen. Ah, da kommt der nächste. Boah, da kommt noch einer. Alter, wie die dich auch. Wie so ein. Da machst du nix. Achtung! Die schieben dich durch die Gegend. Scheiße. Wie ein Gummiball. Okay, mit diesem langsamen Taxi werde ich die wahrscheinlich Zentrale, nicht los. Ich habe die Zielperson verloren. Cool, easy, easy. Hier rum. Ah, der hat mich gesehen, der eine Dude. An alle Einheiten, wir verfolgen die Zielperson. Komm schon. Kann jemand die Zielperson sehen? Komm schon. Gehen wir jetzt nicht auf die Nerven. Also, du hast den Kontrollpunkt kostenlos ausgeschaltet? Nennen wir es ein Pauschalangebot. Vielleicht hast du ja doch ein Herz. Nee, danke, hab ich nicht. Gewöhn dich nicht dran. Nee, habe ich nicht. Ich hab kein Herz. So, wir haben die ganzen Widerstandssachen gemacht und jetzt können wir die Ranch-Mission machen. Kleine Schnellreise noch. Ja, das ist halt schon immer so ein bisschen anstrengend. Ich meine, hier sind die Missionen deutlich besser als in Assassin's Creed Valhalla. Die fand ich, also in dem DLC, die fand ich furchtbar. Ich fand die wirklich furchtbar. Ich dachte so, wow, geil, die Story, endlich, sie kommt ein bisschen in Fahrt, es geht voran. Jetzt bekommen die Charaktere gerade so ein bisschen Tiefe und dann, ja, aber da gibt's drei Adelshäuser. Hm, du weißt, was das bedeutet. Och nein, ja, doch genau das. Haben wir Schnellreisepunkte dorthin? Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Dann sehen wir uns in der Stunde. Alles klar, und vergiss nicht, die Zeit drängt. Dein bester Freund hat ein Messer an der Kehle. Ja, ich beeil mich. Das reißt sich halt jedes Mal so raus. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Leute halt immer mehr wollen, ne? Die Leute sagen, okay, das DLC kostet 20 Euro. Dann will ich auch 10, 12 Stunden zusätzliche Spielzeit. Die will ich haben. Und selbst wenn das DLC 12 Euro kosten würde und du würdest nur 3 Stunden qualitativ hochwertige Zeit bekommen. Vermutlich aber nicht lange. Du solltest dich ranhalten. Und würden die Leute es für zu teuer empfinden. Die würden sagen, Moment mal, ich gebe jetzt hier 12 Euro aus und bekomme 3 Stunden Gameplay. Ne. Scheiße, was ist hier passiert? Anscheinend hat er die Freund-Feind-Erkennung der Roboter modifiziert. Die schießen jetzt auf alles, was sich bewegt. Das ist Wahnsinn. Schau dich um. Es hätten Zivilisten verletzt werden können. Ja. Je schneller wir den Typen finden, desto besser. Ich hacke mich in ihr BIOS. Wühl dich durch die Daten und schau mal, ob du nicht ihre Kameralogs findest. Verstanden. Als ob Aiden einen Fuck auf Zivilisten gibt. Oh mein Gott! Alter, auf einmal steht einer hinter dir.
Hoi, hoi, hoi. Au. The Sound of the Underground, huh? Hui, 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 Freak. Gleich da, mit der Suche beginnen. Die Drohne hat ihn im Ziel das Feuer eröffnet. Alter, die Raketendrohne. Hat sie selbst zerstört, Gott sei Dank. Wer das Ding programmiert hat, Idiot! Zum Glück sind hier keine Terminators, das sind die schlimmsten. So, was ist das hier? Die letzte bekannte Position checken. Sonst noch. Hier ist nichts. Okay, war ja klar, dass da nichts ist. Was ist das hier? Hä? Ist das nur Licht oder? Okay, das muss man körperlich entsperren. Muss auf jeden Fall einmal hier hoch und einmal irgendwo runter. Der ist auch nix, wette ich. Ich scanne das Material. Ach, sorry. Nichts. Ja, aber klar. Das war mir klar. Was hier los? Gefunden. Na also, sind immer drei. Ich markiere den Kameralog-Server für dich. Schau da mal nach und überprüfe, ob eins der kleinen Kerlchen den Ranch erwischt hat. Ist das immer noch hier im Gebäude? Ich weiß es nicht. Ja, doch, irgendwo oben. Irgendwo oben. Okay, hack dich rein. Mal sehen, was wir finden. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich den denn jetzt? Da drüben. Irgendwo da drüben. Aber die Folge ist auch schon wieder lang genug. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. In der nächsten Folge. Dann erfahren wir endlich mehr über Ranch und dann geht endlich mal die Story von Bloodline weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kleine Bewertung wäre sehr nett. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.